Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen. Mein Name ist Lars Heider. Mit mir dabei sind Michael Kutay. Michael. Moin. Moin, Servus. Nachher, obwohl er Österreicher Servus. Ist. Ah ja, Entschuldigung, Servus. Und Axel Leonhard. Axel, du musst was sagen. Moin. Das ist ein ich hab was gesagt. Auch ein Audio-Podcast. Moin. Das Prinzip von Vier Flaschen ist ganz, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Wir drei sind ein lustiger Riesling-Liebhaber, das bin ich. Ein Kenner, das ist Michael Kutay. Und ein ehemaliger Biertrinker, der in Wahrheit einer der größten Filmemacher Deutschlands ist, Axel Leonhard. Und wir treffen uns einmal die Woche in unserer Selbsthilfegruppe, unserer Männer-Selbsthilfegruppe und trinken 4 Flaschen Wein innerhalb einer Stunde. Das ist uns noch nie gelungen, diese eine Stunde einzuhalten. Und wir haben immer Top-Gäste dabei, nämlich Winzer, mit denen wir dann zusammen ihre eigenen Weine probieren können. Und heute, die Technik macht es möglich, ist es ein Podcast. Der reicht von der Ostsee über Hamburg nach, Michael, jetzt ist dein Part. Nach Südafrika, und zwar nach Elim ganz genau. Und ich weiß, dass Südafrika ja ein gern bereistes Land ist hierzulande, weil man quasi eigentlich gar keine große Zeitverschiebung hat. Es ist eine ziemliche Wettergarantie. Die Menschen sind wahnsinnig nett. Es ist mit dem Euro zu bezahlen deutlich günstiger. Es gibt offensichtlich, glaube ich, auch tolle Golfplätze dort. Und es gibt großartige Weine und großartige Menschen. Herzlich willkommen bei den 4 Flaschen. Paul Klüver, ein Superstar aus Südafrika. Yay. Live on air. Hallo, wie geht's? Sehr gut. Wir freuen uns, dass wir nicht nur einen gut aussehenden Winzer haben, sondern auch einen Winzer, der tolle Weine macht und der auch noch so gut Deutsch kann. Das ist ja perfekt. Ja, es geht immer besser, wenn ich ein bisschen mehr trinken. Und ich habe auch meine Schwester hier. Und hallo, Liesel, hi. Wahnsinn. So, schön. Wie spät ist es jetzt bei euch? Genauso spät wie bei uns. Genau. 5 Uhr. Ja 5 Uhr. 10 nach 5. Wetter? Herrlich. Sehr schön. Schönes Wetter. Schönes Wetter. Oh, da kann man. Oh, das ist auch ein kleines Anwesen da, ja. Temperaturen ungefähr. Wir haben hier so. Ich habe jetzt so 14 Grad hier bei mir draußen, bei euch. Temperatur? 18 Grad. 18 Grad. Kurz, lass uns nur einen Satz über Corona sagen und dann vergessen. Corona in Südafrika. Gibt es das überhaupt? Spielt das eine Rolle? Leider gibt es hier. Eine ganz große Rolle. Wir dürfen keine Wein trinken. Ja. Yeah. Ihr dürft keinen Wein trinken. Weil endlich. Okay, wir können, weil wir haben Wein hier im Kellerei. Aber Leute dürfen keine Wein kaufen, keine Wein hin und her bringen. Ja. Wir haben momentan einen Lockdown hier und nur nötige Leute dürfen arbeiten. Ja. Gott sei Dank. Landwirtschaft ist nötig, weil Leute müssen essen, aber leider ist Wein nicht nötig hier in Südafrika und man dürfte überhaupt nicht Zigaretten oder Alkohol kaufen. Oh, das ist in Deutschland übrigens ganz anders. Wir haben heute die Zahlen gekriegt, die Deutschen haben in der Corona-Phase 30% mehr Wein gekauft, Michael. 30%, allerdings vor allem in den Supermärkten. Ja, Gott sei Dank, hoffentlich müssen die auch ein bisschen südafrikanische Wein kaufen. Ja. Und gute Nachrichten, nach dem Lockdown, es geht auch wieder vorbei. In Hamburg hatten wir am Sonntag 3 neue Infektionen und heute 9. Das geht. 1, 2. Michael, wer das nicht sehen kann, ist, normalerweise 4 Flaschen heißt 4 große Weinflaschen, aber diesmal haben wir nicht nur hast du ja gesagt, noch unter dem... Wir haben auch eine kleine Flasche. Eine ganz kleine Flasche. Michael, was hast du uns jetzt hier mitgebracht? Und wir haben es alle in Südafrika, an der Ostsee, in Hamburg. Alle halten die Flasche in die... Muss man sagen, man kann sich das anhören, man kann es aber auch ansehen. Michael, was hast du da mitgebracht? Ja, da steht auch nochmal Elgin. Habe ich vorhin Elim gesagt. Na, Elgin ist natürlich die Region in Südafrika. Ich war übrigens Paul und Liesel schon mal besuchen vor, ich glaube, 4 Jahren auf dem Weingut und war da so fasziniert von der Schönheit dieses Fleckenerdens. Überhaupt ganz Südafrika hat mir so gut gefallen. Haben da viele Weingüter besucht in ein paar Tagen mit dem Importeur zusammen. Und unter anderem waren wir auch bei Paul und Liesel. Paul hat selber gekocht mit Kochschürze auf dem Weingut. Und da gab es, wir haben so ein Canyoning gemacht, also zwischen Felswänden haben sie so eine Canopy-Tour gemacht. Und dann gab es am Ende, als wir dort ankamen, gab es diesen Cider,
Und den fand ich so toll, auch schon mal von der Ausstattung. Ja, und wenn man dort mal war beim Weingut, so viele Äpfelbäume. Von daher, und das Thema Cider, da kenne ich mich noch viel zu wenig aus, aber das hat mir einfach sehr gut geschmeckt. Und deswegen ist mal spannend zu sehen, zu hören von dir, Paul, was ist Cider überhaupt und wie schmeckt eurer Cider und was ist es ganz besonders an eurem Cider? Ja, also man bekommt natürlich viele verschiedene Sorten von Cider. Es gibt zuerst die größte Cider-Produzentenwelt ist Heineken. Die produzieren Strongbow, Magnus, Balmers. In Südafrika ist das Hunters und Savannah. Und dann natürlich bekommt man auch die Cider von Frankreich. Die sind ein bisschen mehr so Craft Ciders. Und unsere Cider ist so ähnlich, weil Strongbow wird produziert von Konzentration. Unsere Cider ist von Äpfel, die wir ernten. Und dann bekommen wir die Saft, wir vergären das und dann trinken wir das. So einfach, so genauso wie Wein. Also eigentlich ist es ja rein faktisch gesehen ein Apfelschaumwein. So würde man das sagen. Genau. Ja. Ich rieche Honig, kann das sein? Ich rieche stark Honig. Ist da Honig drin? Nein. Ich rieche alles in der Apfelnote. Es kann sein, dass du Honig riechen, aber es ist kein Honig drin. Es ist nur Apfel. Okay. Es ist nur gewonnener Apfel. Nur Apfel, ja. Muss man es eigentlich auch so schwenken, oder? Schwenken? Schwenken auch hier, ne? Ja, man muss es schwenken, gesagt. Also, ich möchte einen kleinen Toast ausbringen. Was trinkt ein echter Haider? Cider. Ja, das ist ein komplexer Reim. Aber ganz schön. Stark, ganz stark. Michael, sag mal, Cider trinkt man am Anfang? Wozu trinkt man? Ist es Aperitif? Ja, für Aperitif. Schweinbraten. Ja. Schnitzel, die geht auch. Ganz gut mit das. Man muss ja sagen, hat ja ein bisschen Alkohol, hat 4,5% Alkohol. Also ist ähnlich wie vielleicht ein Bier, wie ein leichteres Bier vom Alkoholgehalt. Ja. Trinkt ihr das auch mit auf Eis, mit Eiswürfel oder trinkt ihr das plain? Ja, also ich trinke das plain, aber man kann das mit Eis, auch mit Eis und vielleicht ein bisschen Zitronen da drin auch mal probieren. Und man kann das auch in einen Cocktail trinken. Okay. Ja. Es wirkt sehr trocken. Wie viel Zucker ist denn da noch drin? Ist das komplett durchgegoren? So, es hat 27 Restzucker drin. Okay. Aber normalerweise, zum Beispiel Tantes hier in Südafrika, hat fast 60. Okay. Das ist doppelt. Ja, also das ist doppelt das hier. Ich finde das sehr schön. Ich sage normalerweise, das ist ein Cider für. Ihr Wine Lovers, die Weinliebhaber. Das stimmt. So das trinkt für mich so ähnlich wie ein Sekt. Und wie viel verschiedene Sorten Äpfel sind da drin oder ist es nur eine Sorte, die besonders tanninreich ist, die Schale dicker oder? Also es gibt fünf verschiedene Äpfelsorten da drin. Und das depend per Percentage. Prozentsatz, ja. Ja. Ende von jedes Jahr. So normalerweise haben wir sehr viel Granny Smith, Pink Lady, Sundowner. Aber wenn wir nicht genug Zucker bekommen von diesen Äpfeln, dann benutzen wir ein bisschen mehr Golden Delicious. Weil Golden Delicious hat mehr Süßigkeit. Und woher kommt dieser Honiggeschmack? Das ist echt so sehr Honig. Mm. Ich mag das sehr gerne. Es schmeckt wirklich, es hat was, es ist eine Mischung zwischen Wein und Sekt. Aber es hat nicht dieses manchmal Stumpfe, wie ich finde, vom Sekt. Es hat diese leichte Honignote. Ich finde, den Apfel schmeckt man gar nicht so stark raus. Das ist Wein. Doch, schmeckt man doch. Aber die Honignote ist für mich dominant, fast schon. Ja, das kann sein, so die Süßigkeit von den Äpfeln gibt man diese Honiggeschmack. Und das war mit Weinhefe. Die Gärung war mit Weinhefe getan. Okay, die Vergärung mit Weinhefe. Und ist es so, dass dieser diesjährige Cider anders schmeckt als der Cider vom letzten Jahr, weil die Ernte anders ist, die Aufteilung der Äpfel? Oder versucht ihr, dass es jedes Jahr gleich konstant schmeckt? Versuchen wir jedes Jahr so gleich konstant. So,
ich werde sagen, so fast wie ein Sekt. Man versucht dann ein Non-Vintage. Jedes Jahr muss das okay. So ähnlich schmecken wie so. Das ist kein Jahrgang, gibt es bei dieser Sekt. Oder okay. Diese Seite, ja. Und was ist auch die verschiedenen Jahrgänge können unterschiedlich sein mit die Äpfelsorte. So ein Jahr können da ein bisschen mehr Pink Lady oder ein bisschen mehr das, ja, Golden Delicious oder Granny Smith. Ja, so das ändern. Menge endet, dass wir das ziemlich gleich können in Geschmack kriegen. Axel, du musst es doch lieben, oder? Ich finde das ganz gut. Ich bin, mein Vater, der hat immer den blauen Bock mitgebracht. Das ist ein deutscher Appleboy. Kennt ihr den? Nein. Nee? Schmeckt es? Schmeckt gut, auf jeden Fall. Michael, kennst du den blauen Bock? Nee, aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Appleboy und Apfelschaumwein. Ich glaube, das hat mit der Vergärung zu tun. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist nicht genau das gleiche wie Appleboy von der Machart. Okay. Aber das, wenn es dich daran erinnert, dann ist es ja schon nicht ganz ähnlich, weil das Grundprodukt immer der Apfel ist. Ja. Yeah. Wie viel Winzer haben denn Äpfel und Trauben gemeinsam? Habe ich nicht zum ersten Mal jetzt. Natürlich, es gibt Elgin, war ursprünglich ein Apfelanbaugebiet. Das ist der größte Apfelanbaugebiet in Südafrika. Und heute gibt es so circa fast 30 Winzer hier in der Elgin-Anbaugebiet. Und ich werde sagen, 10 oder 15 von diesen Leuten macht auch Äpfel, aber nicht Cider. Wir sind ein von zwei Leute hier in Elgin, die auch Cider produzieren. Erklär nochmal kurz, wo liegt Elgin jetzt genau? Die meisten Leute kennen Kapstadt und Johannesburg. Ja, und vielleicht noch Stellenbosch. Ja, hoffentlich Stellenbosch, ja. Wir sind circa eine Stunde von Kapstadt, südöstlich von Kapstadt. Wenn man von Kapstadt nach Hermanus fahren, wo man normalerweise die Wallen anschauen, wir sind zwischen die zwei da. Es dauert normalerweise eine Stunde von Kapstadt nach Stellenbosch, es dauert auch von Kapstadt nach uns eine Stunde. Okay. So, das bist du, ja. Ja, 70 Kilometer weg. Genau. Okay. Ihr seid beide von Nationalität her, seid ihr Südafrikaner, Engländer, oder wo kommt ihr her? Südafrikaner. Ja, wir sind Südafrikaner. Ja. Also, weil du gut Deutsch sprichst, das klingt so ja, anders. Deswegen könntet ihr auch Engländer sein, weil du so gut Deutsch sprichst. Ja, Entschuldigung, sorry. Nein. Schon lange her, aber 150 Jahre her war unsere Familie von Deutschland, von Bremen, Niedersachsen. Von Bremen oder von Niedersachsen? Das ist ja ein großer Unterschied. Aus Bremen, du weißt es nicht. Ja. So an Pferden an der Weser? Ja, Pferden kennt man, genau. Ja. Ja, wirklich. Axel? Ja, ich kenne das. Ein Kumpel von mir kommt daher. Und gib doch mal. Hier, ich kenne auch einen, der war mal Chefredakteur beim Weser-Kurier. Kenne ich auch. Aber 150 Jahre, von wem hast du denn Deutsch gelernt? Ja, ich war ein deutscher Austauschstudent und dann habe ich auch Deutsch in der Schule gelernt. Und ich bin jetzt auch geheiratet mit einer Deutschen. Von Deutschland, von Frankfurt, ja. Sehr gut. Ja, dann lernt man ein bisschen besser, normalerweise. Ja, die Schimpfwörter wahrscheinlich. Das muss nichts heißen, wie man am Beispiel von Michael sieht. Ja, genau. Muss es zurück. Ja, super, dann würden wir gleich zum ersten Wein gehen vielleicht, Paul. Ein Sauvignon Blanc, eine Rebsorte, die sehr bekannt ist in Südafrika. Und doch, finde ich, ist sie... Ja, ich finde es nicht so spannend und während der Zeit in Südafrika, die ich da verbracht habe, eine Woche, muss ich ehrlich sagen, war dein Sauvignon Blanc einer der wenigen oder euer Sauvignon Blanc einer der wenigen, die ich richtig toll fand, den ich sehr spannend fand und der mich nicht gleich so genervt hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir den heute haben. Michael, du hast bestimmt einen guten Geschmack bei dir.
2019 und er springt einem ja gleich. Ich finde, sagt mir das mal als Laien, ich finde, es gibt keinen Wein, der so einen charakteristischen Geruch hat wie Sauvignon Blanc. Der einzige Wein, den ich immer erkenne, ist Sauvignon Blanc. Beim Riesling weiß ich es nicht. Beim Chardonnay, aber Sauvignon Blanc, weißt du, ist Sauvignon Blanc. Ja. Das ist stimmt. Stimmt. Michael, stimmt. Ja, es gibt natürlich auch sehr aromatische Rebsorten wie gelber Muscatella, wo du dieses kräutrig-würzige auch hast oder Gewürztraminer. Aber Sauvignon Blanc, auch so wie er hier gemacht ist, von der Aromatik, wenn ein Wein also so ein Bouquet dir entgegenbringt, dann ist es in der Regel, und da hast du recht, kann natürlich auch Scheurebe, sehr verwandter des Sauvignon Blancs, von der Aromatik auch mal so sein. Aber natürlich, hast du recht. Was ist das Besondere an deinem Sauvignon Blanc, Paul? Ich muss zuerst sagen, Elgin finde ich ein gutes Anbaugebiet für Sauvignon Blanc. So Elgin ist der kühlste Anbaugebiet in Südafrika. Und wir ernten durchschnittlich so nach eineinhalb Monat Sauvignon Blanc später als Stellenbosch. Und was wir dann bekommen hier, ist diese schöne Säure bei diesem Wein. Und das ist alles natürliche Säure. So, das bleibt zusammen in das Wein. Ein Jahr später. Was ich hier schön finde, ist schöne Frucht. Das ist nicht so grün wie Green Peppers und Grass, aber hat diese schöne Passion Fruit. Wie heißt Passion Fruit auf Deutsch? Maracuja, also. Ja. Das ist schon Deutsch. So, und dann, was ich schön finde bei diesem Wein, das ist nicht so eng im Mund. Scharf. Die hat einen schönen, vollen Mondgeschmack. Und unser Wein war für 3 Monate auf die Hefe. Und diese Sauvignon Blanc hat auch so fast 10% Semillon da drin. Und das helfen auch ein bisschen wieder mit diesem vollen Mondgeschmack. Und die schöne Säure, das bleibt nur hinten in diesem Wein. Was ist Semillon? Ist auch eine Rebsorte? Ja. Hatten wir schon mal, ne? Michael, Semillon hatten wir auch schon mal. Ja, tatsächlich hatten wir einen reinsortigen Semillon und das ist nicht ganz so weit von euch weg, von Sebastian Beaumont. Das ist nicht weit weg von Hermanus, von der Walker Bay, der auch sehr spannend war. Semillon ist eine Rebsorte, die vor allem in Bordeaux oft mit Sauvignon Blanc eben geblendet wird oder auch reinsortig. Und von daher, was macht der Semillon jetzt? Was machen diese 10% in deinem Wein? Warum hast du die reingemacht? Das bringt die Mitpalette raus. Ja, okay. Ja, ich finde, dass diese Sauvignon wird auch die Vergärung von dieser Sauvignon ist in Foudre. Die ganz große 2500 Liter Foudre Holzfass ausgebaut. Die Gärung werde darin gemacht. Okay. Ja. Und deshalb bekommt man nur dieses schöne Gefühl im Mund. Ja. Wonach schmeckt es, Axel? Schmeckt mal. Ganz schwer zu beschreiben. Ananas ein bisschen, finde ich, glaube ich. Ananas? Your favorite. Ja. Das ist die einzige Frucht, mein Bruder, nicht essen. Ja, ehrlich? Ja. Das schmeckt mir nach Ananas. Oder? Ganz glücklich noch machen, wenn Ananas geben. Ja, leider, Axel, wenn du das sagen, dann dieser Wein schmeckt mir nicht mehr. Also findest du nicht, dass da Ananas drin ist? Ja, das stimmt, aber er hasse nur Ananas. Normalerweise, ich esse gar nicht Ananas, ich weiß nicht. Michael hat was Scharfes. Etwas Scharfes, was also ich will nicht sagen Chili-mäßiges, aber so etwas Scharfes, Pfeffriges, so. Also ich habe schon in der Nase, Paul sagt, nicht ganz so das Grüne wie Paprika, aber ich würde so trotzdem sagen, dass der Sauvignon Blanc schon ein bisschen vegetabil ist. Also er hat schon was Kräutriges, was Grünes, also vielleicht was wie so Bohnen oder so grünes Gemüse. Also wenn das noch so richtig knackig ist. Und dadurch hat das so eine Frische. Und ich bin komplett d'accord und freue mich, wenn das nur natürliche Säure ist. Weil ich mag am Gaumen dieses Säure. Die Säure ist sehr, sehr angenehm. Sie ist frisch, aber er ist nicht stumpf. Oft sind Sauvignon Blancs dann so entweder stumpf. Das heißt, sie sind sehr, sehr kurz und dann weg und dann wird es fast ein bisschen bitter. Oder sie sind zu süß. Sie arbeiten mit zu viel Süße, um die Frucht mehr rauszubringen. Und da ist das perfekt gelöst. Es ist wirklich genau dazwischen. Und dadurch ist es sehr, sehr trinkig. Natürlich von der Aromatik lauter. Wobei ich habe schon auch ein bisschen grüne Paprika, habe ich schon auch.
Ja. Also wenn du die Paprika durchschneidest und aufmachst und in dem Moment reinriechst, ja, dann riecht das so eine Frische, die nervt, wenn sie zu viel ist, aber in dem Fall ist es spannend für die Nase. Und was von Stachelbeeren? So ein bisschen Stachelbeeren. Aber du hast total recht, es ist so der erste Wein, der richtig nach Gemüse schmeckt. Was? Ja, Gemüse ist ja nicht so sexy, man sagt, glaube ich. Ich hätte in 200 Jahren hier keine Paprika und Bohnen gerochen, aber das liegt natürlich an mir, weil ich das irgendwie nicht... Nee, aber schon, aber schmeckt es mal. Es hat was, wie hast du gesagt, du hast ja Veggie, was hast du gesagt? Veggie? Vegetabil sagt man, ja, das ist natürlich auch viel netter als dein Wein schmeckt nach Gemüse. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Wenn man schafft, dass der Wein nach Bohnen und Paprika, und ich finde so ein bisschen ganz leichte Chili, das ist das, wahrscheinlich deine grüne Paprika ist meine gelbe Chili, also... Aber Zitrusfrüchte schmeckt ihr da gar nicht drin, oder? Nein, ganz wenig. Überraschend, auch eigentlich ganz wenig Apfel. Wäre jetzt naheliegend, wenn man sogar Zitre macht, aber habe ich auch nicht. Sondern das ist eher, und ich finde, es ist nicht ganz so, was es oft bei Sauvignon Blanc gibt, und ich habe das auch schon bei Winzern in Südafrika, die mir das auch gesagt haben, dass sie 10 verschiedene Hefen nehmen. Sorry, aber ich glaube, ich kann es auflösen, weil, guck mal, den trinkt er gerade, ne? Ja, genau. Ich hatte den hier aufgenommen. Ja, okay. Ich versuche mal den, über den wir gerade sprechen. Das muss man jetzt für die Hörer sagen, also der Kollege Axel Leonard hat, nachdem er den Cider geäxt hat, schon mal den Chardonnay aufgemacht. Den würden wir als diese Flasche erst probieren. Kein Wunder, dass wir dann... Der sehr, sehr zitrisch ist, sehr viel Ananas hat. Man ist ja froh, dass er den Rotwein nicht getrunken hat. Also. Ja. Hey. Ich muss sagen, es gibt bestimmt Zitronen und ein bisschen Ananas im Chardonnay. Was eben mir Winzer dann gesagt haben, ist, weißt du, wir nutzen so viele verschiedene Hefen, Aromahefen, und sagen, die eine Hefe ist eben für die Ananas, die andere Hefe ist für die Stachelbeere, die andere Hefe. Ja. Wie wird das bei dir gemacht? Oder wie sagt ihr, kannst du den Wein oder willst du den Wein so machen, wie der Konsument es gerade mag? Oder sagst du, ich mache den Wein so, wie die Reben es hergeben, und fertig? Ich werde sagen, wir möchten gerne, was die Reben geben, in Flasche machen. In die Flasche bringen, ja. In die Flasche bringen, genau. So wir, für uns, das ist nicht so ABC, so muss das schmecken und Schluss. Wir möchten so wenig wie möglich im Keller machen und so viel wie möglich im Reben. Und wir haben auch 5 verschiedene Klone mit Sauvignon Blanc und dann noch auch die Semillon. Und die werden alles in eigene diese Tank gemacht. So, die werden von Weingarten, in Kellerei und war alles in verschiedene, ich weiß nicht, was man das in Deutsch nennt. Fässer, Tanks. Ganz gut. Aber Stahl. Die Gärung werden verschieden. Die werden alles verschieden. Ausgebaut, einzeln ausgebaut, ja. Und dann nachher kommen wir und dann gucken wir, okay, ein bisschen von dieser, ein bisschen von die, und dann gucken, was ist das beste Menge, das zusammenzusitzen, das zu kriegen, was jetzt im Glas ist. So, darum kriegt man auch verschiedene, nicht nur dieser Stachelbeere und nicht nur anders, nicht nur eines Dimension, weil das sind verschiedene, ja, Building Blocks. Ich weiß nicht, wie man das alles macht. Naja, klar. Aber es ist trotzdem angenehm, finde ich, dass es schon du erkennst eine klare Linie. Es ist jetzt nicht, weil das ist nämlich mühsam für den Trinker, wenn du alle 10 Sekunden irgendwo was anderes in einer Wucht reinfährt in die Nase und auf die Zunge und danach gleich wieder weg ist. Also so wie ein Strohfeuer, wie so ein ganz Stück Papier, das brennt und dann ist es gleich weg. Ja, und das mag ich an dem Wein sehr. Ja, ich finde auch für uns ist es sehr wichtig, Wein mit einer schönen Balance zu machen. Unsere Kellermeister, er war bei Paul Pontellier vom Chateau Morgue, und schon damals hat er gefragt, was muss als Winzner, was soll ich machen mit meinem Wein? Und, das ist die 3 wichtigste Sache. Ja, und er hat gesagt, es ist nur 3 Sachen.
Balance. So balance. Aber heißt das dann auch, dass der, wir haben es ja oft so, dass die Weine, wir hatten vergangene Woche ein Riesling, der vor einer 7 Tage vorher abgefüllt wurde und der hat sich quasi während des Trinkens schon verändert. Ist dieser Sauvignon Blanc, verändert er sich nicht? So wie er jetzt schmeckt, schmeckt er auch in, ist ja ein junger Wein 2019, so schmeckt er auch in 2, 3, 4, 10, 15 Jahren? Nee, es endet bestimmt mit Zeit. Ja. Aber ich werde sagen, ein guter Wein am Anfang wird immer ein guter Wein bleiben. Ja, das ist klar. Und ein schlechter Wein kann noch, haben wir gelernt, Michael, also ein guter Wein ist ein guter Wein, ist ein guter Wein. Bei einem schlechten Wein, der am Anfang schlecht ist, kann man noch die Hoffnung haben, er kann aber auch schlecht bleiben. Ja, schlecht. Und kann auch schlechter sein. Ja, schlecht geht es darum, dass natürlich vielleicht in der Jugend, gerade bei Rotweinen, zu viel das Tannin und so weiter. Ich glaube trotzdem, wenn die Balance nicht da ist, kannst du 100 Jahre warten. Aber du hast natürlich die Hoffnung, dass sich da noch was verändert. Aber so ein Sauvignon Blanc aus Südafrika, wenn der aus dem Jahrgang 2019 ist, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, nach 3 Jahren soll der auch getrunken sein. Das sind also nicht Weine, wo man sagt, so in 10 Jahren komme ich vielleicht noch die Stachelbeere noch viel deutlicher raus, sondern das sind Weine für den Konsum, die eben in den ersten 3 Jahren getrunken werden. Gibt es für alles Sauvignon Blancs? Nein, es gibt also Weine, gerade von der Loire, Sauvignon Blancs, so Sancerre, Puy-Fumés, die vielleicht, Didier Dagoneau ist zum Beispiel ein Produzent, da trinkst du die Weine die ersten 5 Jahre eigentlich gar nicht, weil sie noch gar nicht so viel Spaß machen und die brauchen viel mehr Zeit. Aber ja, in der Regel sind Sauvignon Blancs aus Neuseeland, aus Südafrika auch dafür gemacht, dass sie relativ jung getrunken werden. Aber auch in der Steiermark von Weingut Thement hatten wir ja schon mal einen Sauvignon Blanc. Auch das sind die Top-Sachen, Weine, die in vielen Jahren getrunken werden können erst. Aber die Basissachen sind eben in den ersten 5 Jahren am besten zu genießen. Was kostet die Flasche, Paul? Gibt es da einen Europreis? Ich habe ihn. 10,50. 10,50? Ist das für einen Sauvignon Blanc? Klingt erstmal günstig für einen Sauvignon Blanc. Da bleibt ja nichts übrig für den armen Paul. Ja, das ist gar nicht schlecht, hä? Was? 10,50? Naja, weißt du, bestimmt hören uns viele, die auch schon mal in Südafrika waren, und man ist dann oft überrascht, dass die Weine dort ja sehr, sehr günstig sind. Ja, auch im Restaurant kosten die sehr wenig. Also ich habe dort einen Wein getrunken, den ich günstiger im Restaurant mit Gläsern, mit Kühler, mit dem ganzen Service getrunken habe, günstiger, als ich ihn in Europa kaufen konnte bei meinem Händler. Ja, okay. Das ist ja schon, weil die Menschen kommen dann aus Südafrika zurück und sagen, boah, der ist aber teuer. Aber woran liegt das? Weil die Importeure auch verdienen müssen? Wie stark ist der Export? So, natürlich, Export für Südafrika ist sehr wichtig, für uns auch. Wir exportieren ca. 50% von unserem Wein. Und auch Deutschland. Deutschland ist ein wichtiger Markt für uns. Ja, woran liegt das? Ja, man muss das Schiffen, Steuer, Importier, dann Großhändler und dann Restaurant oder Kleinhändler. Dann kostet natürlich das ein bisschen mehr als hier in Südafrika. Aber ich werde sagen, unser Sauvignon Blanc wird bestimmt teurer in einem Restaurant in Südafrika als bei euch in Deutschland. Okay. Ja. Mhm. Ja. Also wir haben gelernt, Sauvignon Blanc schnell trinken. Wie ist es mit dem Chardonnay? Auch schnell trinken? Michael? Nein, Chardonnay. Wir haben die dritte Flasche. Axel, wir würden jetzt den Chardonnay. Axel, der hier? Wie schmeckt dieser Wein? Wie schmeckt der Chardonnay? Wie schmeckt das? Jetzt habe ich den Sauvignon Blanc so im Mund. Vielleicht das Glas einmal vinieren auch, Jungs, weil der Sauvignon Blanc einfach durch seine intensive Aromatik macht es durchaus Sinn, wenn man einmal den Chardonnay schon drin hatte und dann nochmal neu eincheckt, weil einfach der Chardonnay nicht ganz so viel Frucht hat und auch ein bisschen Holz und das ja auch wichtig ist und die Frucht eigentlich da so ein bisschen stören würde. Deswegen geht man sicher, dass das Glas viniert war. Aber der Sauvignon Blanc hatte keine Frucht, er hatte Gemüse. Ja, trotzdem hat der Frucht auch gehabt, der hat Stachelbeere gehabt und Aromatik. Ich muss mal kurz weg und das ausschütten.
Aber ich mag ja, wenn hier aufgepasst wird. Guck mal, er trinkt. Ja, heimlich, ja. Heimlich. Ja, deshalb ja. Braucht man zwei Gläser. Oh, der riecht aber ganz gut, der riecht gut. Leute, darf ich sagen, der Geruch macht mich schon mal richtig an gerade. Macht mich richtig an, der Geruch. Ja. Muss man den ein bisschen früher öffnen? Ja, würde ich total empfehlen. Auch ist der Wein besser, wenn er ein bisschen Temperatur kriegt. Also wir haben den seit vielen Jahren auch bei uns. Und das war auch einer der Weine, wo ich aus Südafrika zurückgekommen bin, der mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Und das hätte ich gar nicht gedacht, weil für mich steht in Südafrika vor allem Chenin Blanc, was ganz besonders ist, und auch Sauvignon Blanc. Und an Chardonnay hätte ich gar nicht so gedacht. Aber ich finde, dieser Wein ist wirklich, wirklich toll. Und von daher, ja, 2017, Estate Chardonnay. Das heißt, die Frucht kommt nur vom Weingut? Ja. So, was ich schön hier finde, ist, dass man schmeckt nicht nur Holz, das ist die schöne Frucht in diesem Wein. Sehr, sehr elegant. Das ist alles spontan Vergärung im Keller. Alles Holzvergärung auch im Keller, 9 Monaten im Holz. Ausgebaut. Ausgebaut, ja. Für 9 Monate ausgebaut im Holz. Aber man bekommt doch immer diese schöne Zitronen, ich werde nicht sagen Ananas-Achsel. Hat was von Zitronengras auch so ein bisschen, oder? Ich schmecke so ein bisschen Zitronengras, oder? Ja, und auch... ich schmecke so ein bisschen Zitronenschale auch. Zitronenblumen. Wenn man so bei Zitronenblumen vorbeilaufen, dann bekommt man diese... Und dann, das hat so eine, ich werde nicht sagen Butter, aber lieber Creme. So, das ist sehr leicht im Mund geschmackt und auch dann wieder diese schöne Säure. So, man aber weißt du was? Aber das mit der Butter, ne? Ich stelle mir gerade vor, dazu jetzt gerade Spargelzeit. Ja. Yeah. Spargelzeit dazu, da hast du die Butter, die Soße Hollandaise nicht, aber die Butter, ich finde, es schmeckt butterig. Es hat was Butteriges. Hatte ich auch sofort das Butter und auch so ein leichtes Karamell. Also auch wenn du selber karamellisierst, ja, dann hast du jetzt so eine leichte Süße, die auch auf der Zunge, würde ich sagen, die ist bei mir jetzt so hinten rechts auf der Zunge, diese leichte Karamellsüße, aber dieses Buttrige auch, so eine leichte Cremigkeit, finde ich total. Ja. Das Butter sehr, auch wenn du sagst, wolltest du gar nicht sagen, aber es ist nicht overloaded, aber es ist sehr, sehr schön eingebunden. Ja. Ich werde bestimmt sagen, Michael, es ist noch diese Eleganz von diesem Wein, finde ich das schon so schön. Und bestimmt, dieser Wein mit Spargel, ich muss bestimmt wieder nach Deutschland. Es gibt doch so viele, Michael, es gibt doch so viele, die immer sagen, ABC, anything but Chardonnay. Ja. Ich finde, das ist, ich glaube, für alle die, Wolfgang Kubicki, aber für Wolfgang Kubicki würde ich sagen, das ist ein Chardonnay für alle, die auch keinen Chardonnay mögen. Das ist ein Riesenwein, oder, Axel? Ja, also mir schmeckt das total gut. Aber was sagst du denn hier, anything but Chardonnay, ist das? Hat er ja schon gesagt, das heißt mit anderen Worten, er kennt sich nicht aus mit Wein, wenn jemand das sagt. Ja. Aber Kubicki war voll sauer deswegen, hat es gesehen, war voll sauer, hat mich angerufen. ABC steht für Another Bottle of Chardonnay. Okay, ja, wieder was gelernt. Ja, wieder was gelernt. Ja. Nein, ich glaube, dass du, wenn du solche Pauschalaussagen triffst, davon halte ich wenig. Ich würde nie sagen, ich mag kein Champagner. Wenn ich noch nicht alle Champagner dieser Welt, ob ganz trocken oder süß oder... Wenn man pauschal sagt, ich mag das nicht, davon halte ich nichts. Genauso ist es bei Chardonnay. Wenn man nämlich sagt, ich mag nur diese überholzten Chardonnays nicht, deswegen lieber nicht, weil ich weiß ja nicht, was drin ist. Wenn nur Chardonnay draufsteht, dann lasse ich die Finger davon, okay. Aber zu sagen, generell mag ich es nicht. Es gibt ja auch Wunder, Hendrik Thoma hat einen tollen australischen Chardonnay ohne Holz mit 12 Alkohol, den er importiert. Ja. Eight Ocean heißt das. Da denkst du nicht, dass es das ist, ja. Und wenn du dann von vornherein sagst, Chardonnay ist raus bei mir, glaube ich, limitiert man sich ein bisschen und verliert so ein bisschen die Offenheit und die braucht man in der Weinwelt, weil es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Ja. Das Leben ist nicht so einfach. Da sind viel mehr Farbe drin. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das
ABC von Chardonnay, wo die Leute gesagt haben, trinkt das nicht. Und das Chardonnay ist gemacht, die so viel Holz drin hat. Dann wäre man satt nach einem halben Glas. Sag, ja, jetzt habe ich, ja, kann ich nicht mehr trinken. Weil die mehr elegante Chardonnay ist. Da sind so viele verschiedene Chardonnays. Man könne einen finden, die wirklich, ja, gefallen. Ja. Liesl, ist denn ein Unterschied, wenn Leute bei euch verkosten, dass zum Beispiel Frauen eher Sauvignon Blanc mögen und Männer eher Chardonnay, oder hat das damit gar nichts zu tun? Das, ich glaube mehr, das ist mehr die Leute, die ein, wie viel die trinkt. Okay. Ja, so. Also ja, ich höre mal nur zu, ja, was sie sagen. Je mehr das. Nein, weil da ist doch, das Leute, die nicht mehr mit leichte Weine oder so. Aber wenn die ein bisschen mehr wissen vom Wein, dann trinkt die weniger Sauvignon Blanc und mehr Chardonnay, Chenin, ein bisschen mehr interessante Weine. So. Hm. Das hängt ab von die Leute selbst. So, hm. Sauvignon Blanc werde noch immer viel getrunken, auch in Südafrika, weil das ist ein einfacher Wein. Es ist ein Wein, die, ja, man braucht nicht viel, ja, nur für genießen. Ja. Hm. Man kriegt auch viel komplexe Sauvignon Blancs und verschiedene, aber die, ja, ich finde, das ist ein guter Intritt. Ja, hm. Anfang. Ja. So, ja, bisher, haben wir doch den Chardonnay eigentlich immer als solch so ein Wein beschrieben, oder? Wie gesagt, wenn wir es pauschal gemacht haben, glaube ich aber nicht, sondern so viel Chardonnay hatten wir ja noch gar nicht. Wir hatten ja von Gerhard Markovic ja auch einen, der ein bisschen Holz hatte, weil das die Rebsorte einfach hergibt. Also Chardonnay ist komplett ohne Holz, sind doch sehr häufig eher langweilig. Nicht immer, ja, aber in der Regel ja. Und deswegen nimmt man auch das Holz. Wenn man das so einsetzt, so pointiert und nicht too much, dann passt das wunderbar. Ja. Ist das teuer, Michael? Ist der teuer? Nein, das teurer ist das Sauvignon Blanc, der kostet 18,50 der Chardonnay. Ja, aber du musst aber allein denken, dass der im Holzfass liegt, ja, ja. Und das Holzfass kostet ja auch und das kannst du nicht immer nehmen, sondern nach dem dritten Mal gibt das Holz einfach auch nicht mehr so viel Geschmack ab und von daher ist das deutlich teurer in der Produktion einfach. Darf ich eine Frage stellen? Ich sah eben gerade, wie Axel an der Flasche roch. Macht man das? Riecht man an der Flasche? Ja, wusstest du das nicht? Also man riecht nicht an der Flasche und man riecht eigentlich auch nicht am Kork. Leute, die am Kork riechen, finde ich auch echt grausam. Das machen Regel alle doch, aber machen den Kork und riechen dann so am Kork und dann denkst du so, oh, der kennt sich richtig aus. Ja, ja, finde ich grausam. So ein bisschen wie ins Taschentuch gucken, wenn man irgendwie reingenießt hat. Ja. Wieso, ihr müsst uns leider erzählen, wieso darf man am Kork nicht riechen? Man denkt so... Ah. Naja, ist nicht man riecht ja am Korken, weil man glaubt, dass man am Geruch des Korkens erkennen kann, ob der Wein einen Fehler hat oder nicht. Ja. Aber Kork an sich riecht ja schon immer ein bisschen. Ne? Nach Kork. Von daher würde ich eher den Wein probieren. Ein Kork kann auch ziemlich derbe riechen und der Wein kann trotzdem einwandfrei sein. Ja. Aber ich habe schon ganz viele im Restaurant, ganz viele Kellner und so gesehen, die dann Korken rausgezogen haben, dann kurz so an die Nase. Da sieht man, der hat keine Ahnung. Oh, schwer zu sagen, werde ich gleich verurteilt, weil ich halte dir nichts davon. Ich glaube, du musst den Wein probieren und an der Nase vorbeiziehen. Gut, jetzt aktuell musst du am Mundschutz vorbeiziehen, ist eh schwierig. Glaube ich nicht, dass das zielführend ist, weil es ersetzt nicht das Abschätzen des Weines am Gaumen mit der Nase. Weil dafür ist der Kork ist ein Naturprodukt, ja, und deswegen. Also habt ihr denn Probleme mit Kork, Paul, jetzt generell? Weil ihr den habt ihr ja. Ist er Naturkork auch, der Chardonnay? Ja, die Chardonnay ist Naturkork. Wir, Gott sei Dank nicht. Okay. Aber wir haben vor 15 Jahren angefangen mit auch Screwcap, Stelvin mit Chardonnay. Mhm. Aber wir haben 2017 war der erste Jahr, die wir wieder zurückgehen nach Kork. Warum? Und wir bekommen heute viel bessere Kork als vorher. Okay. Warum hat der Sauvignon Blanc, warum hat der einen Schraubverschluss? Weil beim Sauvignon Blanc kommt es nicht drauf an. Weil die Sauvignon Blanc, wir möchten Frischheit behalten. Man behalten das nicht so lange. Die Chardonnay ist normalerweise ein bisschen länger in Flasche und wir finden dann mit Kork die
Schwefel? Wow. Schwefel? Schwal, is it Schwal? Sulfur ist Schwefel. Oh, yeah, Schwefel, ja, Schwefel, ja. Die Korken nehmen das ein bisschen weg. Okay. Und, ja, finden wir, das ist besser. Michael, erklär uns mal, uns Laien, Korken, Schraubverschluss. Ich stelle ja erstaunt fest, ich habe ein ganz tolles Kellnermesser mit einem Flaschenöffner dran. Ja. Also für Cider-Abende. Für Cider-Abende, nee, für diesen Tag heute habe ich extra gekauft, mit Öffner. Aber früher gab es nur Korken. Dann hatte man den Eindruck, es gibt irgendwie nur noch Schraubverschlüsse. Und wir stellen fest, wir haben ganz schön viele Korken auch. Wonach geht das? Was ist der Unterschied zwischen Korken und Schraubverschluss? Also der Schraubverschluss ist ein, also man sagt auch den Stelvin, das ist nochmal ein bisschen anders als der klassische Schraubverschluss, weil eben es muss ja trotzdem immer irgendwas drin sein, damit das dichtet. Ne? Also irgendein Fremdkörper, weil Metall auf Metall funktioniert ja nicht wirklich. Ja? Und von daher hat man auch hier drin in dem Stelvin-Verschluss, wenn du das siehst, so ein bisschen Kunststoff ist das, ja? Ja. Und da ist es eben essentiell, dass man etwas hat, was nichts an den Wein abgibt, ja? Wenn ich also den Wein im Schraubverschluss lagere, dann ist das für mich ein klares Zeichen, dass ich in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, es gibt auch Winzer mit ganz, ganz hochwertigen Weinen oder von der Kultur abhängig, aber der Kork ist einfach bewährt bei uns seitdem es Wein gibt, seitdem man verschließt. Und deswegen ist das bewährt und warum sollte man darauf eingreifen? Es gibt den Schraubverschluss verhältnismäßig noch gar nicht so lange, dass man weiß, wie schmeckt ein 50 Jahre alter Wein, der im Schraubverschluss abgefüllt wurde. Ja? Das heißt, und man hat dann den Schraubverschluss etabliert, um einfach zu sagen, wenn ich nur, ich habe 10% Anteil hochwertiger Korken und ich brauche aber 100%. Das heißt, die Korkindustrie hat sehr schnell Korkeichen auch geliefert, die noch nicht ausgewachsen waren, die fehlerhaft waren, um auf diese 100% zu kommen. Und dann hat die Weinindustrie darauf reagiert und hat gesagt, okay, alle Weine, die fertig in die Flasche kommen, die also genau so getrunken werden sollen in den nächsten 2-3 Jahren, die mache ich unter Schraubverschluss. Das heißt, es passiert nach außen fast kein Austausch. Ganz, ganz minimaler Austausch, aber fast kein Austausch. Das heißt, die Reife ist innerhalb der Flasche. Beim Korken ist es anders. Ja? Da habe ich deutlich mehr Austausch nach außen. Und von daher macht man, und der Wein ist ja nicht fertig. Also es sei denn, er wird mit Schwefel zugemüllt, dass man sagt, da soll sich nichts mehr bewegen. Man braucht auch in der Regel ein bisschen weniger Schwefel, sogar mit dem Schraubverschluss, weil es ja innen drin fest bleibt. Es ist also nicht verkehrt und auch gar nicht ungesund, wenn man den Schraubverschluss hat. Aber der Kork lässt also ein junger Wein, wenn wir den Sauvignon Blanc jetzt, den von Paul, den Sauvignon Blanc 2019, auch nochmal als 2019er im Schraubverschluss, im Kork hätten, dann würde uns der heute wahrscheinlich besser schmecken, weil der Korkverschluss das ein bisschen reifen, ein bisschen öffnen schon lässt. Ja? Wobei, wenn wir den in 3 Jahren trinken, wir den Sauvignon Blanc im Kork, dann wäre er uns wahrscheinlich schon zu alt. Und im Schraubverschluss hätte der gleiche Wein noch mehr Frische erhalten. Und deswegen macht man das. Und es ist auch nur gut für die Natur, wenn man eben dieses Naturprodukt Korken, weil das wird in der Regel ja danach weggeschmissen. Das sind ja die wenigsten, die sagen, ich sammle das. Es gibt auch fast keine Sammelstellen mehr, wo du Korken sammeln kannst. Meine Kinder sammeln das, finden das ganz toll. Was machen die damit? Das weiß ich nicht, aber sie sammeln die Korken. Genau, früher konnte man ihn noch abgeben bei Weinhändlern und hat eine Flasche Wein bekommen und der hat es eingeschickt oder so, macht man heutzutage nicht mehr. Ich dachte, es gibt dann aber die Natur, keinen Kork zu verwenden. Also wegen, ja, gut. Anbau der Korkeiche. Genau, ja, genau. Ja, aber es ist ein natürliches Produkt, wenn ich also gewährleisten kann, dass die Qualität dieser Korkeichen so gut ist und es ist ja auch ein kaufmännisches Anliegen. Jetzt kostet die Flasche 20 Euro und sie hat Kork oder 18,50 und sie hat Kork, dann ärgern wir uns natürlich. Das ist ja nervig. Also zum einen, weil wir haben nur die eine kalt gestellt. Jetzt haben wir also keinen kalten Wein. Axel, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass man sowas trinkt, aber ist so. Ja? Und dann hast du natürlich ein Problem. Und das kann auch 100 Euro kosten, Kork haben übrigens. Ja, dann tut es noch mehr weh oder kann 1.000 Euro kosten, Kork haben. Und das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass es einen Kork haben kann und das ist meistens so, den du nicht mal als diesen identifizierst. Dass also der Wein so schmeckt, wo du eigentlich sagst, nee, schmeckt mir gar nicht so, aber der hat eben keinen Kork, also nichts, wo du sagst so, oh, krasses TCA, schieche ich weg, rieche ich schon am Korken, brauche ich gar nicht erstmal einschenken, weil es extrem derbe, intensiv nach Kork, pilzig, schimmelig, overdone ist. Aber viel schlimmer ist so dieser
ganz kleine Kork, dieser Schleicher, der so ein bisschen Uhu, ein bisschen Laktat, wo du nicht weißt, schmeckt das so oder gehört das so? Und du machst die zweite Flasche auf und der Wein ist viel klarer und strahlender und du sagst, oh, Mensch, Mist, hätte ich die erste nicht getrunken. Ja? Und das ist eben das Problem und deswegen ist der Schraubverschluss, aber hat sich wirklich sehr, sehr gut etabliert, finde ich, auch bei Rotweinen, aber meistens im Entry-Level, weil der Konsument auch schwer damit klarkommt, 300 Euro für eine Flasche zu bezahlen mit Schraubverschluss. Weil da geht es auch ein bisschen um den Habitus, um das Happening, die Flasche aufzumachen, den Kork anzuschauen und. Aber Australien zum Beispiel macht Top-Rotweine auch mit Schraubverschluss und es ist von allen akzeptiert. Sehr gut. Sag mal, bevor wir zur vierten Flasche kommen, wollen wir einmal Schießen nach Südafrika sagen, würde ich sagen, und vielen Dank sagen. Lass uns doch mal einen Screenshot machen. Einen Screenshot müssen wir machen, genau. Haben wir noch was im Glas? Oh, dieser Chardonnay, Leute. Ja. Holla die Waldfee. Und wir haben jetzt 2016 bei uns im Club und ich muss sagen, das tut ihm so gut, dieses extra Jahr. Also das ist ein Wein, der wirklich mit ein bisschen Reifung auch besser wird. Wollen wir einmal anstoßen hier virtuell? Axel, machst du einen Screenshot? Ja, ich muss beide Hände dafür haben, das ist immer so ein bisschen schwierig. Sofort, ich pack was ins Glas. So. Axel. Alle in die Kamera. Alle in die Kamera. Das muss man erklären für alle, die uns nur hören. Man kann uns auch sehen auf YouTube. Sehr gut. Wir sagen vielen, vielen Dank nach Südafrika. Vielen Dank. Vielen Dank. Prost. Danke, Liesl, Paul. Ciao. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Großartig. Ein großartiger Chardonnay. Kriegt man auch in Deutschland. Offensichtlich. Ja, genau. Ja. Tatsächlich ein Importeur aus Bremen, die das nach Deutschland holen. Und, er kam doch aus Bremen. Die Familie kam aus Bremen. Aus Pferden an der Alster. Aus Pferden, genau, ja. Du hast uns noch einen Wein mitgebracht. Ich muss ja mal, das ist ganz wichtig, Michael Coutet besteht darauf, dass keine Folge länger... übrigens. Coutet, habe ich richtig gesagt? Coutet? Man sagt auch Coutet. Danke. Besteht darauf, dass keine Folge länger als 60 Minuten dauert? Ja, es gab ein paar Zuschauermeinungen, die gesagt haben, schön, dass Lars Axel den Wein in der Sonne stehen hat, aber ist egal. Es gab ein paar Zuschauermeinungen, die gesagt haben, es ist gar nicht schlimm, wenn es länger dauert. Nein, aber du sagst, dass es schlimm ist. Es gab ein Hörer schrieb neulich, das war ganz schlimm, kann der Heide einfach mal weniger reden? Ja. Also, ja. Ist das nicht? Michael K. Punkt stand da unter. Aber es ist süß. Oh Mensch, ich lese es gleich nochmal vor. Wir haben eine solche schöne Mail. Wir haben solche schöne Mails bekommen. Ich hole die. Ihr schenkt schon mal ein. Madonna haben wir hier. Nee, ein Rotwein. Rotwein. Domaine de la Madone. Wir hatten schon einmal, unser erster Rotwein war auch aus dem Beaujolais. Ja, ein 100%iger Gamay. Und so ist es dieser auch. Und den habe ich erst vor kurzem kennengelernt und mich macht der Wein sehr, sehr an und der passt jetzt perfekt in die Zeit, die jetzt kommt oder auch schon war. Es gab ja schon sehr viele schöne, warme Tage. Ich habe ihn ein bisschen gekühlt vorher, das würde ich euch auch noch vorschlagen, den Wein in den Kühlschrank nehmen und dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher rausnehmen und dann hat er die perfekte Temperatur. Was wäre denn so ein Grad die perfekte Temperatur? Ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, den würde ich so bei 13, 14 Grad trinken. Ja, 13 wäre es perfekt, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ja. Hast du eigentlich gibt es so Kühlschränke oder hast du so einen Kühlschrank, der die Weine auf so eine Trinktemperatur bringt? Du hattest Du hast ja auch mal gesagt, dass Weißweine irgendwie die meisten zu kalt getrunken werden. Ja, das stimmt. Also das ist wichtig, dass man da den Kühlschrank nicht zu kalt einstellt. Auch seinen Lagerschrank ist eh eine energetische Sache. Wenn ich den meinen Weinschrank einstelle bei 10 Grad, bei 11 Grad, wunderbar, dann bin ich so edgy, dass ich sagen kann, ich mache den Weißwein rauf und stelle ihn nochmal kurz in den Kühlschrank und dann verliert er die 2 Grad und ich stelle den Rotwein raus. Und dann gewinnt er diese 2 Grad und schon habe ich die perfekte Trinktemperatur. Alles andere ist, ich habe ja nicht mal ein Weinthermometer, ich kann es auch nur fühlen. Und ich kann natürlich den Wein einmal ziemlich kalt trinken und dann probieren alle 10 Minuten mit ein bisschen, ich meine, allein wenn ich es einschenke, durch die große Oberfläche des Glases, kriegt er schon mal 1 Grad zusätzlich dazu. Okay. Ne? Und sobald ich schwenke und viel Wein
Oberfläche gebe, wird es automatisch wärmer. Und dann habe ich ein Problem, weil wenn der Wein zu warm ist, kann ich ihn nicht kühlen. Wenn er aber zu kalt ist, dann kann ich mit beiden Handflächen unter das Glas fahren und dann gebe ich meine Körperwärme schon mal ab. Und es geht wesentlich schneller als andersrum. Oder dann schenkt man einfach mehr ein ins Glas, weil es schneller warm wird als in der Flasche. Ja. Und Weinthermometer, wie funktioniert das? Ja, also entweder also hält man rein und zeigt dann die Temperatur. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt auch digitale. Momentan wird ja überall links und rechts jeder Fieber gemessen. Dann kann man das wahrscheinlich auch beim Wein machen. Das finde ich ist aber zu... Da sollte man sich nicht drauf festnageln, weil da finde ich es irgendwann auch anstrengend. Also wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin zu Hause bei irgendjemandem... Der steckt so ein Thermometer rein. Der kann den noch nicht trinken. Ja. Dann würde ich denken, das ist so ein bisschen Effekthascherei, ein bisschen Angeberei, das würde ich nicht machen. Stell dir vor, du kommst irgendwo hin, wo der erst am Korken riecht und dann das Thermometer ins Glas steckt. Ja, Leute, ich will einmal kurz vorlesen, es ist zu schön, von Sabine, liebes Podcast-Team. Es macht mir einen Heidenspaß oder Heiderspaß, euch zu erleben. Dabei lasse ich mir den optischen Genuss nicht nehmen. Hallo, die Haartracht, damit kann Michael nicht gemeint sein. Doch, um sonstige Entwicklungen zu verfolgen, hat ihren Reiz. Ganz besonders gefällt mir aber das unkonventionelle Umfeld im Studio. Axel arbeitet sich stetig weiter aus dem Hintergrund hervor und verblüfft mit konzentriertem Interesse. Das ist mein Lieblingssatz. Das ist ein Skandal. Lars profitiert von der Corona-Ruhe und Michael würde mich, so ich nicht schon Weingenießerin wäre, mit charmanter Leichtigkeit dazu verführen. Ihr alle drei seid mit so viel Witz und Freude dabei, dass ich nicht mehr des ungeliebten Bügels bedarf, um mir so nebenbei euren Podcast anzuhören, sondern nunmehr gönne ich ihn mir pur, ohne mehr oder minder notwendige Händearbeit. Vielen Dank für schmackhaft verpacktes Wissen. Viele Grüße, Sabine. Sabine, oh, you made our day. Darauf trinken wir, oder? Sehr nice. Ja, ich rieche Schwarzwälder Kirschtorte. Michael. Ja, sehr gut. Kirsche ist gut. Kirsche ist auf jeden Fall gut. Schwarzwälder, also, richtig Schwarzwälder Kirsch mit so einem Schuss Sahne, ein bisschen Schokolade auch. Ja, es riecht, also ich rieche so ein bisschen was Herberes auch, nicht nur dieses Sahne. Ja, Zartbitter-Schokolade. Zartbitter. Ja, okay, würde ich mitgehen. In der Weinsprache würde ich eher sagen, es ist eher so ein bisschen Zedernholz. Krass. Ja. Leute, der schmeckt ja null nach einem Rotwein. Ja. Doch. Mhm. Aber er ist nicht so, weißt du, er hat nicht dieses Muffelige, dieses Schwere, sondern was ganz, auch durch die Kälte, super. Er schmeckt wie vergorener Traubensaft, würde ich sagen. Ja. Ja. Hat er überhaupt Alkohol, sag mal? Ja, aber er hat weniger Alkohol als die Weißweine, glaube ich. Er hat 13 Alkohol. Und deswegen ist es wunderbar. Also Rotwein ist eh gesund. Ja, also weniger Histamin, hat sogar weniger Kalorien als Weißwein. Und Rotwein ist tatsächlich gesund. Ich weiß, dass die Menschen mehr Weißwein trinken. Ja? Und ab und zu sollte man aber, ist so. Also ist definitiv so, ist auch ein Trend der letzten Jahre. Auch in Restaurants ist es so. Also bei uns ist bestimmt, würde ich sagen, mehr als 3/4 Weißwein. Die Menschen haben, glaube ich, das Gefühl, es ist leichter, man kann mehr davon trinken, man wird nicht so schnell betrunken, hat alles sein Für und Wider. Den ganzen Abend ist Rotwein natürlich meistens ein bisschen schwerer. Aber jetzt in dieser Zeit, so in den Mai hinein, wenn du dann sagst, ich möchte aber auch ein Glas Rotwein trinken, aber etwas, was nicht so müde macht, was frisch ist und was eben für mich zum Grillen oder so perfekt dazu passt, weil ich dann einfach, das schmiegt sich wunderbar in. Der Wein ist sehr, sehr samtig, sehr, sehr weich, hat also fast kein neues Holz, ist ja ganz frisch, ist Jahrgang 2018. Großartig, oder Axel? Super, total, total gut, finde ich auch. Domain Madonna, irgendwie, da ist ja so eine Madonna auch davor. Was kostet dieser Wein? Was kostet der? Oh, der ist richtig gut. Oha, ich auch sehr gut. Kostet einen Zehner. Ein Zehner? Nein! Ja, also das ist wirklich für mich gut. Nee, es ist super. Ich war selber auch begeistert. Und hat auch jetzt von unserem hier Meister des Bewertens von Robert Parker, der auch 92 Punkte bekommen, was wahnsinnig viel ist für Beaujolais generell und dann auch in dieser Preisklasse. Ist also was ist eine Beaujolais? Perle. Beaujolais ist auch eine Rebsorte? Nee, eine Region in Burgund. Genau. Und die Rebsorte heißt Gamay. Steht hier hinten drauf, Gamay Noir oder Gamay, das ist die Rebsorte.
genau. Und man feiert ja immer diese Neuankunft des neuen Weins aus dem Beaujolais. Das sind viel, viel einfachere, leichtere Weine. Und das hier ist schon sehr, sehr wertig. Wir hatten einen tollen aus der Côte de Bruy von Tivin, einer unserer ersten, der erste Rotwein überhaupt, den wir hatten. Und das ist jetzt, und das überrascht mich selber auch, es hat schon durchaus ein bisschen was Burgundisches. Er ist komplex, ja, aber er hat so eine, er vermittelt so eine Trinkfreude. Er hat so was Saftiges und was Fleischiges und trotzdem, also Anspruch und trotzdem was Unkompliziertes. Und ich finde auch sehen. Etwas Leichtes, ne? Ist nicht jetzt irgendwie so, oh. Kannst du, nee. Das ist ein Weißwein, für alle die gerne Weißwein trinken, das ist ein Rotwein, der hat was von einem Weißwein, also ne, verstehst du, was ich meine? Das schmeckt so, was rede ich eigentlich? Schön trocken. Ja, weiß ich auch nicht, aber er ist schön trocken. Aber irgendwer hat doch mal gesagt, den Lars Heider weniger reden könnte. Nee, aber er ist schön trocken auch und das ist angenehm. Ne? Er ist nicht aufdringlich, er ist anschmiegsam, er ist weich und trotzdem elegant. Ist echt cool gemacht. Redest du jetzt über den Wein oder über Axel? Ja, bestimmt für beides. Uiuiui, ja. Ja, ja. Für alle übrigens, die letzte Folge verpasst haben, unbedingt angucken. Theresa Breuer, eine der bekanntesten, erfolgreichsten Winzerinnen Deutschlands, auch großartig. Ich habe diesen Riesling, den ersten Riesling, wir müssen, Michael. Ja, aber da müssen wir noch mal ein Wort zu verlieren, weil diese beiden Weinflaschen von Theresa Breuer habe ich noch mit großem Genuss ausgetrunken. Ja. Also es hat wirklich richtig, richtig toller Wein. Axel, vielleicht ist es auch mal an der Zeit, man muss wirklich sagen, lieber Michael, du hast uns nicht nur beide zu Alkoholikern gemacht, sondern du hast uns wirklich eine neue Welt erschlossen. Das ist ganz gerade in Zeiten von, piep, wir sagen nicht, dieses Zeug, was da draußen noch ist, das ist die Rettung gerade. Ach, wie schön. Ja. Weißt du, das geht mir gerade so gut runter. Und weißt du, was es auch ist? Und ich hoffe, dass es den Menschen, und wir arbeiten und schreiben ja die Leute auch, macht irgendwie so einen Link, dass du den Wein leichter findest. Da muss ich mir den ganzen Podcast nochmal anhören. Muss auch. Und dann muss ich, wenn ich im Auto sitze, mir dann nochmal hinspielen oder beim Video. Aber was ich glaube, ist, wenn wir diese Menschen kennenlernen über den Podcast, dass du eine Emotion dazu hast. Du hast ein Gesicht dazu. Es gibt jemanden, der ist für diesen Wein verantwortlich. Und wenn du diese Person magst, und in der Regel laden wir nur Menschen ein, die wir auch gut finden, dann magst du den Wein automatisch viel mehr. Und du weißt mit jeder Flasche, und du musst nicht sagen, boah, ist das teuer für den Wein, sondern du kennst den Mensch dahinter. Und das ist so viel Emotion darin. Also es ist nicht nur der Geschmack, sondern es sind auch die Menschen, die dahinter stehen. Und das im Gesamtpaket, ja, das ist schon ein Erlebnis. Ja, deshalb, jetzt muss man natürlich, was du gerade gesagt hast, warum mochte Axel jetzt die Flaschen von Theresa Breuer so gerne? Ja, also ich gebe freiwillig zu, dass ich Theresa Breuer auch also sehr sympathisch fand. Also, hat man nicht gemerkt, Axel. Ja, ja. Können wir uns darauf einigen, egal wer im Podcast ist, dass wir sie nicht danach fragen, ob sie solo sind? Was? Nee, aber diese Frage musste sein. Aber grundsätzlich, du hast Wolfgang Kubicki nicht gefragt, ob er solo ist. Ja gut, das war mir jetzt nicht so wichtig. Aber das war ja auch thematisch wichtig, weil es ja auch um Weinberge und Familien und so weiter geht. Das war eine Fachfrage, ja. Ja, total thematisch. Interesse. Achtung! Aber dieser Wein, ja. Also wenn der Produzent dieses Weines gewusst hätte, dass er 92 Punkte von Robert Parker kriegt. 92. Genau. Wäre der dann auch 10 Euro teuer? Oder hätte er gesagt, oh, dann verkaufe ich den vielleicht für 40? Keine Ahnung. Na, es ist, boah, das weiß ich nicht. Also würde nicht, er sich auch für 40 verkaufen, meinst du? Nein, das glaube ich nicht. Nee? Nein, 40 ist schon viel. Und das gibt der Wein auch nicht zwingend her. Mhm. Also da wirst du nicht morgen davon träumen, von dem Wein. Der hat nicht eine Länge, wenn du jetzt irgendwas isst und der Wein ist immer noch da. Das hat er nicht. Diese Komplexität hat er dann auch nicht und diese Kraft. Aber für das, was er ist, nämlich ein frischer, junger Rotwein, der auch jetzt nicht 10 Jahre alt werden soll, der also quasi jetzt wunderbar ist und die nächsten 5, 6 wunderbar. Jahre und danach, ja, dann ist es aber klar, dass eine höhere Bewertung in der Regel den Winzern schon hilft, A, die Weine überhaupt zu verkaufen und B, den Preis ein bisschen dorthin zu bringen, wo er für diese Bewertung eigentlich im Schnitt liegt. Ja, also wenn du zum Beispiel 100 hast, ja, dann ist es gab noch keinen Winzer, der 100 Punkte, einen 100-Punkte-Wein gemacht hat, der danach günstiger wurde. Also wurde jeder 100-Punkte-Wein automatisch teurer, weil 100 ist das Ultimative. Mehr kannst du nicht kriegen. Und dann versucht man natürlich auch, das ist auch völlig menschlich, Angebot und Nachfrage so einzupendeln,
dass es genau ausgeht. Also, dass du trotzdem noch deinen ganzen Wein verkaufst, dass du aber einfach mehr dabei, dass dir mehr dabei übrig bleibt. Weil auch die, ob die Flasche jetzt 200 oder 300 Euro kostet, ist ja beides deutlich teurer, als der Wein in der Produktion kostet. Das ist es ja nicht. Der Wein kostet ja nicht 200, der kostet, im Schnitt kostet der teuerste Wein der Welt auch irgendwo bei 50 Euro um und bei, auch wenn die Flasche 20.000 kostet. Der Rest Produktion. Ist der Markt, genau. In der Produktion, ja. Mit der teuersten Flasche, dem teuersten Kork und. Und der Rest ist dann Angebot und Nachfrage. Und ob es Leute, das wert ist, ja. Oh. Mick, die drei Fragen. Die drei Fragen, die aber ich Hörer muss eine Frage ist, aber eine Frage habe ich auch noch. Es ist wirklich, aber ja, bei Robert Parker, fließt da der Preis des Weins mit in die Bewertung ein? Nein. Okay. Das wäre noch schöner. Ja, aber könnte sein. Und dann, könnte sein. Nächstes Mal stellen wir die Frage nach einem 100-Punkte-Wein. Aber jetzt... Ja. Jetzt die drei Fragen. Michael, du musst die Fragen beantworten. Achtung, Frage 1. Immer von unseren Hörern und Hörern, Lesern und Lesern, Zuschauern und Zuschauerinnen. In welcher Reihenfolge sollte man Wein trinken? Immer von weiß nach rot? In der Regel ja. Das ist schon so. Es sei denn, dass der Weißwein nicht trocken ist. Also man trinkt von weiß nach rot und dann von trocken nach süß. Okay, gut. Von weiß nach rot, von trocken nach süß. Dann, zweite Frage so ähnlich, kann man bei verschiedenen Gängen zwischen rot, weiß, rosé hin und her wechseln? Ja, das kann man machen. In der Regel ist es meistens nicht so gern gesehen bei seinen Gästen, wenn man also jetzt sagt, ich habe euch ein tolles Menü vorbereitet und es gibt zu jedem Gang einen anderen Wein. Das überfordert viele ein bisschen und man hat Angst, wenn ich das durcheinander trinke, habe ich nächsten Tag so einen Schädel. Ja, deswegen wäre ich da eher vorsichtig und man müsste sich wirklich super beraten lassen in einem Weinladen. Das koche ich, das habe ich vor, das sind die Gäste. Ein guter Weinladen kann einem da perfekt beraten und dann funktioniert es auch, wenn es gewollt ist und nicht gekonnt anhand von Beschreibungen aus dem Internet über den Wein, würde ich davon abraten. Man kann aber, was man machen kann, ist, wenn man vielleicht 8 Gäste hat oder 10 oder eh schon viel, man kann einen Everybody's Darling Weißen oder einen Everybody's Darling Rotwein haben und zu jedem Gang eine besondere Flasche dazu aufmachen von irgendwas anderem, was ruhig polarisiert. Also man kann einen Chardonnay mit Holz machen. Wenn man in der Basis zum Beispiel einen Grauburgunder, weil wir so oft hatten, oder einen Weißburgunder serviert, wo man sagt, wunderbar, aber dem anspruchsvollen Weintrinker wäre das langweilig. Der möchte vielleicht, sage ich habe das nochmal kurz karamellisiert, da den Blumenkohl, und deswegen machen wir einen Chardonnay und der hat das Karamell. Und dann kann das funktionieren, aber das sollte jedem freigestellt werden. Und ich finde auch, dass man es eher um das Gespräch, also ich liebe es, wenn man viel über Wein spricht, aber ich finde, wenn es zu anstrengend, also man will auch über andere Themen sprechen und nicht jeder ist immer so Wein interessiert. Also zum Beispiel meine Frau ist dann relativ schnell genervt, wenn wir irgendwo sind und sie sagt, okay, wir haben über die Kinder noch gar nicht gesprochen, über die Hobbys noch gar nicht. Und von daher ja, sollte es nicht zu viel Platz einnehmen. Letzte Frage von den dreien. Warum sind Rotweine, stimmt das eigentlich, aber es ist eine Frage von unserem Hörer, warum sind Rotweine immer teurer als Weißweine? Sind sie nicht immer? In der Regel ja. Und das liegt vor allem am Ausbau, ja, also weil Rotweine sehr häufig ins Holz gepackt werden, der hier nicht, das ist ja nicht so teuer, ja, und das Holz, neues Holzfass kann bis zu 1.000 Euro kosten, ja, kostet irgendwo zwischen 700 und 1.000 Euro, passen 225 Liter jetzt in einen Barrique hinein und das kann ich dreimal nutzen, ja, und danach gibt es eher wenig Geschmack, ist Stabilisation, aber nicht mehr viel Holzgeschmack. Dann kann ich mir schon ausrechnen, dass allein 3 Euro, sage ich jetzt mal, im Schnitt die Flasche teurer sein muss als ein Wein, der nur im Edelstahl tankt, den ich am Ende der Saison schrubbe und nächstes Jahr kommt wieder der neue Wein rein. Und das ist ja schon mal der Preisunterschied. Jungs, aufs Leben. Michael, kannst du schon sagen, was uns nächste Woche erwartet? Also nicht Nein, uns. Das kann ich. Eine große Überraschung. Wirklich? Wow. Eine große Überraschung. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Du hast wie Theresa wieder? Aufs Leben, ja. Jungs, es war eine Freude. Sabine, genau. Schöne Grüße. Und nächste Woche echt eine Sensation? Sensation? Ja. Scheiße, wow. Aufs Leben. Ich habe noch ganz wenig. Auf das Leben. Auf das Leben. Leben. Passt auf euch auf. Servus. Ja, auch.